ersten Reisgericht hat es getan. Ich musste gerade selber lachen, weil ich wollte sagen, den einzigen, der andere Meinung war, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Aber das ist nicht wahr. Herr Mansfeld ist eben schon mal rübergegangen ins Audimax, um dort die nächste Podiumsdiskussion eben entsprechend auch zu schauen, ob da alles klar geht. Das heißt, wir haben nicht denjenigen rausgeworfen, der anderer Meinung war. Es ist tatsächlich so, das ist ja recht schön, wenn es zufällig so passiert, dass wir zum einen eine qualitative Bewertung durchgeführt haben und zum anderen uns kurz noch besprochen haben, ohne zu wissen, was qualitativ herauskam, dann kamen wir tatsächlich zu den gleichen Ergebnissen. Es ist natürlich super schwierig. Wir wissen das ja auch aus der Gestaltung von unseren IT-Systemen und Anwendungen, dass die Trennung von Inhalt und Darstellung nicht immer ganz einfach ist. Das heißt, wir waren jetzt hier ja im Wesentlichen aufgerufen, weil wir konnten wie alle anderen besondere Bedingungen oder auch Widrigkeiten und so weiter gar nicht beurteilen und waren jetzt eigentlich insbesondere aufgerufen, die Präsentation zu bewerten. Das ist natürlich aber auch schwierig, weil man kann ja jetzt nicht die Ohren zumachen und nur die Präsentation anschauen oder eben das Gehirn abschalten, während präsentiert wird. Das ist ja fast nicht möglich. Aber wir fanden alle vorbereitet. Wir fanden es wirklich gut, auf welchem Niveau hier präsentiert, strukturiert und eben nachgedacht wird und wie man das auch tatsächlich als Student schafft, da ist schon, denke ich, inzwischen an, beziehungsweise unter Ihnen oder vielleicht sogar insgesamt an Universitäten ein sehr hohes Niveau erreicht. Also im Hinblick auf die Professionalität von der Arbeit an Fallstudien und eben auch in der Präsentation, das muss man schon insgesamt hervorheben. Gut. Wir haben uns entschieden, auf den Platz 3 den Vortrag zum Smart Metering und Smart Grids zu bewerten, zu platzieren. Christian Lambert.
Präsentation zusammenzustellen oder seine Lösung zusammenzustellen. Wir fanden, es war durchweg die Präsentation auch sehr gut, sehr interaktiv gemacht und sehr schön dargestellt, was man machen möchte mit der Lösung am Ende der Applikation. Fanden wir sehr schön. Vielen Dank, Herr Geisler. Vielen Dank, Herr Jung. Vielen Dank, Herr Schmeck. So, aber die Urkunden laufen nicht auf Einzelnamen, sondern die laufen immer auf die Gruppe. Vielen Dank. Ein Erfolgsmodell wird, das sich auch in weitere Konferenzen tragen.